Let's go! Willkommen zur neuen Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind weiterhin auf Illum. Holen uns unser Lichtschwertkristall. Springen jetzt mit dem Doppelschwung ins Wasser. Arschbombe. Shit. Ist hier irgendwas von was ich wissen sollte? Aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand Ressourcen in Lootboxen versteckt hält. Gibt's einfach Vulkane unter Wasser? Das ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, da kann ich mich sogar verbrennen, Alter. Nein, das sind keine Vulkane, oder? Ah, Geysire, so nennt man das, okay. Hier ist eine Lootbox. Ich habe mich vertan. Jemand hat sich doch die Mühe gemacht, hier unten irgendein Loot zu finden. Ah. Die Animation, die nicht da ist. Oh, ein neuer BD1-Skin. Ich frage mich echt, wie du unter Wasser reden kannst, Bruder. Da war ich noch nicht, oder? Doch, von hier komme ich. Nein, von hier komme ich nicht. Doch, oder? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich bin etwas lost. Nein, von hier komme ich tatsächlich nicht. Ich muss da entlang. Okay, da wäre der Jedi-Tempel. Aber ich möchte mich sehr gerne noch umschauen. Perfekt, ein Echo. Bei den Statuen von den Jedi-Meistern. Jeder Pfad ist anders, Jüngling. Hüte dich vor deiner Wut. Wütender Jüngling. Ob der es geschafft hat, man weiß es nicht. Hier gehen wir Tauchgang. Der friert da nicht, ist aber die andere Frage, die wir uns aber nicht stellen, weil Game Design. Deswegen, auf geht's zum Jedi-Tempel. Er ist direkt vor uns. Steht nichts mehr im Weg. Auf zumindest. Außer das Imperium kommt dann wieder und dann. Was geht's, Kerl? Auch mit uns. Aus den Rissen unter Wasser drängt Hitze. Aber hier oben ist es eiskalt. Ah, im Wasser war es warm, okay. Ich spüre Kristallhöhlen. Er ruft mich. Ich sehe ihn auch. Jedi können ihren Kyberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. Was? Hey. Warte. Der einzige Weg ist hier lang. Oh, scheiße, Alter. Ist überhaupt nicht gut. Was gefunden? Scheiße, einfach abbricht. Geoden. Illum ist reich an geologischen Formationen, die im mineralreichen Gestein unter der zu finden sind. Aufgrund der seit Jahrmilliarden durch thermische Prozesse bedingte Ablagerung von Mineralien sind die Felswände mit wertvollen Stoffen und seltenen Kristallen ausgereichert. Cool. Aber das lohnt sich für uns eh nicht, weil wir stehlen ja nichts. Nur ein kleines Beben. Alles in Ordnung. Tatsächlich. Hört sich alles nicht so gut an. Dann kann ich. Ah, fuck. Ah. Ja. Nee. Hoffentlich hält das. Ich konnte irgendwas versuchen. Aber natürlich weiß ich wie immer nicht, was es war. Was konnte ich untersuchen? Halte durch. Ja. Das möchte ich herausfinden. Zusammen schaffen wir das. Ich springe jetzt nochmal hier runter. Wir hätten gar nichts. Nice. Das Geheimnis wohl mit. Das Grab geht oder ich sterbe einfach davor, geht auch. Okay, es ist nicht mehr aufgetaucht, das heißt, es war nur ein Bug. Gut gemacht. Alien, ja. Wo hatten wir schon geredet? Ah, shit. Ja, so eine rutschige Party.
Ah. Oh, shit. Wow. Echt knapp. Geschafft. Der Ruf wird stärker. Beeilung. Ich kann mich nicht bewegen. Fühlt sich an, als wären überall Geister. Nein. Geht es nicht. Es ist schwer, hier zu sein. Danke dir. Okay. Es sieht auch so aus, als ob es schwer ist. Immerhin ist hier ein Speicherpunkt. Und warum sollte es einen Speicherpunkt geben? Mitten im Nirgendwo? Ich hoffe, wir werden nicht überrascht. Von einem eiskalten Gegner. Doch hier entlang, oder nicht? Nein, hier können wir nicht entlang schauen. Okay, auf zu unserem Kristall. Warte, warte, warte. Ah, das war nur meditieren, okay. Hoch mit uns. Heute geht's durch die Tiefe. Was sind sie? Wir haben die uns gefunden. Zum Fix sind die hier. Nice, Fähigkeitspunkte erhalten, aber ich habe leider kein Lichtschwert ausschalten kann. Das ist besonders tragisch. Ich überhaupt keine Ahnung habe, was erreichen soll, wenn ich jetzt irgendwie einen Gegner begegne. Warte nur, hier geht's lang. Da geht's doch auch weiter, oder nicht? Ich wette, das ist einfach nur der Weg zurück. 100 Euro. Wir können jetzt hier hochgehen. Nein, nach links. Okay. Nein. Ich fall auch immer runter. Ah, shit. Ich glaube, das ist echt einfach nur der Weg zurück, habe ich so das Gefühl. Wir lassen da mal los und gehen da mal kurz diesen Weg. Die greifen mich gar nicht an. Ah doch, boah, kacke. Explodiert Dir, wir haben ein Problem. In den Höhlen sind Suchdroiden. Die können uns doch keinen Tracker verpasst haben. Aber Triller hat schließlich auch deinen Funk gehackt. Chris und ich durchsuchen die Mantis. Danke. Ich komme, sobald ich meinen Kristall habe. Da Kristall war nur Lichtschwert erreicht. Du bist angreifbar. Dahin geht's nur zurück, okay. Alles klar, dann geht's. Gut, dass ich mir kurz das Ding hier geholt habe. Boxen, jetzt gehen wir den richtigen Weg entlang. Ja, wieder tragisch, wenn man fast hinfällt. Oh, Kerl. Sehr vorsichtig. Shit, war das knapp. Weil hoffentlich springen wir diesmal nicht in Tod wieder. Ein Lichtschwertkristall. Nice. Das ist kein Lichtschwertkristall. Ein Wo sahst du ihn zuletzt? Er wollte in die Höhlen. Ich habe ihn gehört, aber nicht gefunden. Geheimnis entdeckt. Verschwundener Jüngling, also. Kann schon mal sein, dass Jünglinge es nicht schaffen und dass sie nicht zurückkommen. Davon habe ich aber auch bisher. Ah, das war doch der richtige Weg. Upsala. Da ist unser. Ist da, okay, da lang geht's. Ich habe mich zweimal vertan, aber zweimal ist wichtiger als keinmal oder so. Richtige Person mal gesagt hat, glaube ich. Entschuldigen Sie, Meister Jedi. Ah, jetzt habe ich Abkürzung freigeschaltet. Das ist etwas, das will ich. Erik und mein Zipfel. Hören wir, Digi.
Ein Jüngling hat das beim Test verloren. Sie hatte solche Angst zu versagen. Das weckt Erinnerungen. Ängstlicher Jüngling. Sehr gefährlich. Hoffentlich ist der Jüngling nicht draufgegangen. Sehr schade. Aber das ist eventuell die Wege. Ey, ich bin nach rechts gelaufen. Lauf nach rechts, Digi. Arschkerl. Ist nichts, okay. Okay. Dahin müssen wir, da gibt es was, was ich mir holen sollte. Tatsächlich, eine Truhe. Klar, richtig. BD1. BD1 Geist, gönn mir bitte die Sachen. Danke. Danke, was du gefunden hast. Ja, Mann, mach doch Kontrolle. Ich schon böse an. Hoch mit uns. Da können wir jetzt noch nicht lang gehen, weil wir noch. Dahin können wir auch nicht. Sehen wir nach. Warte, das wusste ich ja noch nicht oder so. Ah, wir müssen unten durch, okay. Okay. Jetzt geht's durch die Tunnel. Hier muss doch eigentlich stickig heiß sein, kann ich mir vorstellen. Jetzt gibt's nichts auf Oberfläche, würde ich meinen. Erstmal Luft schnabulieren. Weiter geht's. Oh, ah, Kerl. Mein Lichtschwertkristall, ich komme. Hier durch. Das spüre ich. Wir sind fast draußen. Ich verspreche. So. Ein Ding BD1. Du kannst ihn auch mal sehen, okay, dann. Wir quetschen uns hier durch. Oh Scheiße, das ist doch nicht gut. BD, komm bloß nicht näher! Ja. BD! Ja. BD uns auch hätten können. Oh Scheiße. Scheiße, wir frieren. Jetzt geht's, Kerl. Wir frieren, wir gehen in Richtung des Lichts. Da ist das Einzige, was ich sehen kann. Geht's schnell. Kerl, nein, er trinkt doch nicht, du Elendige. Sind fast an der Oberfläche. Und sind ausgenockt. Vertrauen. Da, Alter. Junger Kerl, warte doch. Scheiße. Die erste Prüfung hat begonnen. Kerl, wie hast du diesen epischen Moment gerade verkackt, Alter? Digga. Kerl, ich glaub an dich. Es war gar kein richtiger Kristall, ey, kein Kyberkristall, es war ein scheiß Eisfetzen.
Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leb wohl, alter Freund. Eine sehr traurige Aufnahme. Du hast für mich deine Erinnerung riskiert. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Du hast recht. Noch gibt's eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Es geht. Finde dein Kyberkristall. Oh wow, Ego-Perspektive, Alter. L bewegen um Farbe. Oh, sag nicht die. Sag nicht, Digi. Shit, rot, pink, blau. Ja, orange, gelb. Blau. Das ist weiß. Rot. Was ist das für eine Farbe? Ich hab echt... Das ist dunkelblau, wenn schon. Das ist hellblau. Weiß. Hoffentlich. Ich habe keine Ahnung, was für eine Farbe das ist. Aber wir werden sehen, was das dann ist. Los geht's, Kerl. Schraub die Lichtschwerter auseinander.
Abwehr freigeschaltet. Oh, wow. Also können wir unser Lichtschwert jetzt eigentlich noch weiter anpassen, ist meine Frage natürlich. Farbe. Wir können jetzt alle Farben benutzen. Alter, das ist ja voll cool. Wir haben Cyan genommen. Ah, Indigo, Gelb, Orange, also Violett, Cyan, Magenta. Ich möchte unbedingt wissen, was zum Fick das für eine Farbe ist. Unbedingt, wir passen. Das ist einfach lila mit Besonderheiten irgendwie. Wir probieren jetzt alle Farben aus, Alter. Das interessiert mich nicht, was ihr denkt. Oh, wow. Nice, Alter. Ego, ich glaube, ist eine weiß-blau-lilane. Das sieht einfach richtig nice aus, wie ich finde. Wir ändern es dann sehr wahrscheinlich noch. Wir gucken dann jetzt auch erstmal, was wir sonst noch Margus. Shit, sieht das nice aus. Ah, und das ist der Schalter, okay. Wow. Serre Yunda. Macht und Kontrolle 1, Macht und Kontrolle 2. Sicher, ob wir... Ich glaube, wir nehmen tatsächlich wieder Magnus. Ilse, was haben wir hier noch so? Ah, wir haben schon Magnus. Wir lassen mal, wir machen mal komplett Magnus, Alter. So, Alter. Oh nein. Oh, du, wow. Dolovit lassen wir, Alter, ernsthaft. Wer halt ein Schwertschmied. Danke, alte Wege. Damit beenden wir auch diese Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Ich hoffe, hat es euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.